Neuer Morgen, neues Glück. Heute geht's auf die lange Radrunde und jetzt sitze ich noch beim Frühstück mit Ellie. Good night, consensual. Ups. So, es gibt wieder ein kleines Update. Man mag es kaum glauben, aber Ewald hat mir gerade geschrieben, er fühlt sich wohl nicht so gut. Und wie ihr seht, ich habe mich schon warm angezogen, weil ich dachte, es wird kalt. Da werde ich wohl jetzt alleine auf meine Radrunde gehen müssen. Tut mir wahrscheinlich ganz gut. Das ist ein bisschen peinlich. Ich hatte sogar schon ein Gel eingepackt mit Koffein. Weil ich dachte, mit Ewald würden nach 4 Stunden immer ein bisschen hart. Für die 5., 6. Stunde brauchst du ein Gel. Okay, was auch immer, brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht. Wird es ein bisschen entspannter. Und ich bin hoffentlich rechtzeitig wieder da, um dann den Weltcup anzugucken in Cape Town. Ist nämlich heute auch. Und jetzt fahre ich auch mal los. Okay, der deutsche Klassiker, etwas so pennen nach der Radfahrt und dann realisieren, dass es schon 12.53 Uhr ist und 14 noch was der erste Start ist vom Weltcup und man eine Stunde braucht und Ewald noch abgeholt werden muss und also beeilen jetzt. Medalist, silver medalist of the ITU World Triathlon in Hamburg in 2016, Rachel Klammer. Yeah, Yuri Ide. Wearing number 4, representing South Africa. Bronze medalist of the ITU Triathlon World Cup in Salinas in 2016, Gillian Saunders. Thank you, Mom. Chasing hard, not much in it. Number 16 is right there. Nels Radford from South Africa. Very quick transition now. Sonny Bradmeyer, not Stanford, is at her bike. So is Dix Holland. Sarah Dimic, Bradmeyer's first one. Rahim Kramer at the bike. Don Stanford. Oh, no. Oh, and there goes Melanie Santos for Portugal. Vicky Holland and Don Stanford together, the two teammates. This is dangerous. Now Radford, South Africa, Rahim Kramer. It's a group with her, right? Yeah, I think it is.
gucken wir uns erstmal das Faunen an. Wir haben es sogar rechtzeitig geschafft. Und jetzt kommt gleich die Spitzengruppe. Geht schön ordentlich anders ab hier bei den Mädels. Und jetzt kommt die Los Grupos. Hey, come on, man! Here we go! Okay, son! One of the celebrations start. Let's make some noise, Cape Town! Wait! Number 10 from Luxembourg, Bob Haller. Number 11 representing Brazil, Kawe Willy. Number 12 for Switzerland. Take your walk. Those first couple of meters, all about position in the water, forming those little packs. From Hong Kong, a couple of caps have been lost in the water polo match there. Now we need here's the number one back, of Richard Murray with a touch of Israel. Henry goes. There's Richard Murray. What a brilliant swim from Richard Murray. Okay, Rennen vorbei. Die Briten haben bei den Frauen ganz schön gerockt. Holland hat gewonnen und bei den Männern hat Murray zugeschlagen und Schumann Zweiter. Ja, war mal ganz geil, die schnellen Jungs da unterwegs zu sehen. Lustigerweise war es eine kleine Reunion von 70.3 East London. Troutman und Co. waren auch da. War ganz lustig. Wer ist noch Sebi war auch da, hat uns erwischt, wie wir gerade Pizza genascht haben. Aber ja, was soll's. Das war's auch schon wieder für heute. Nicht ganz so viel passiert. Wie gesagt, kleine Radeinheit und dann ganzen Tag unterwegs gewesen. Und das soll's auch schon wieder gewesen sein für heute. Jetzt heißt's, bisschen was trinken und dann ist morgen Rest Day.